Das Sturmtief Oceanis hat mit Schneefall und starken Windböen das öffentliche Leben in Griechenland erheblich beeinträchtigt. Alle Fährverbindungen sind unterbrochen. Der Flughafen von Thessaloniki wurde vorübergehend lahmgelegt. Umstürzende Bäume beschädigten im Großraum Athen zahlreiche Fahrzeuge. In der Ägäis wurden Winde der Stärke 10 gemessen. Örtlich rief der Zivilschutz Bürger auf, nicht auf die Straße zu gehen. Am schwersten betroffen waren der Norden und das Zentrum Griechenlands. In höheren Lagen mussten zahlreiche Straßen gesperrt werden. Mit einer Wetterbesserung rechnet das Athener Wetteramt erst zur Wochenmitte.